So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Skyrim das Musical. Okay, das haben wir da aufgehört. Okay, Skyrim das Musical nicht, natürlich Skyrim und die Elder Scrolls. Und ja, wir sind in Flusswald angekommen, nachdem ich Pfeile... Oh, ein Häschen. Ein Hühnchen und ein Häschen und ein Füchschen. Moi, moi. Moi. Hallo, moi. Du läufst mir jetzt nicht hinterher, oder? Doch, moi läuft mir hinterher. Und der kleine Hase? Hallo. Totema. Folge mir, Totema. Nein. Kann der Hase mir folgen? Nein. Ernsthaft, oder? Das ist nicht deren Ernst, ne? Ey, was ist mit dir? Moi. Geh. Oh. Und du auch. Geh. Warte hier. Ja, warte hier. Oh, was ein Haufen Viehzeug. Guck mal, und der Huhn mag den. Und alle. Okay. Wir gucken uns jetzt mal um. Wir gehen mal hier über die Brücke und gucken mal hier in der Ecke, was hier so alles ist. Da ist jemand am Angeln. Sammeln Lachs. Das ist nicht stehlen, ne? Eine Angel? Die darf ich nicht nehmen. Lachs. 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 Okay. Also, es war nicht stehlen. Also von daher, ne, Leute, wollte ich nur sagen. Oh, Pilze. Pilze kann man auch sammeln, tatsächlich. Geil. Oh, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal hier oben zu dem Typen gucken, oder was? Den habe ich vorhin schon gesehen. Das ist wohl die Holzgeschichte hier. Hey, Hot, wie geht's dir? Sucht ihr Arbeit? Besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Oh, ja, die Axt habe ich unterwegs gesehen und habe noch überlegt, ob ich die mitnehmen soll. Aber dann war irgendwie, naja, ne? Du kennst das Spielchen ja. Was macht er? Alter, das fällt dir alles auf den Dates. Achso, der bleibt da oben liegen. Oh ja. Das ist die Skyrim-Physik. Guck mal, die rollen einfach nach. Und dann, was macht er dann? Nix. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Ja. Dörfer. Ja, ich habe hier was zu erledigen. Ich habe hier ein Haus übrigens. Ich bin einer von deinen Leuten hier. Hm. Oder auch nicht. Mal gucken, wo das Haus ist. Okay, wir quatschen hier. Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Noch nicht. Okay, Hot. Ich guck mir mal deine Maschine hier an. Geil. Guck mal. Er macht hier die Bretter ja klein. Geil. Und ich fall hier erstmal runter. Und. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Kann ich da hoch? Ja, kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Ich will da hoch. Ja, ich will da hoch. So, also, jetzt habe ich halt genau das Wichtigste natürlich nicht miterlebt hier, aber ist egal. Wir gehen jetzt mal hier wieder runter und gucken uns mal hier weiter um. Hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Oh, hier ist noch eine Brücke. Nee, was ist denn das? Achso, das ist so ein Steg. Oh, wie schön. Wir können hier ein bisschen die Aussicht genießen. Theoretisch, wenn wir die Angeln nehmen könnten, könnten wir angeln. Aber, ne, da ist ein Typ. Wer bist du? Hallo? Fendal. Hm, ja, okay. Hallo, Fendal. Fühlt ihr euch krank? Ja, ich fühle mich krank. Tatsächlich. Woher weißt du? Ach, du siehst das. In der Schießkunst unterrichten. Okay, das lassen wir jetzt mal. Ja, lebt wohl auch so. Ich weiß nicht, wen wir treffen mussten. Von daher, mal gucken, wer sie ist. Ach, Gerdur. Hallo. Wir haben uns schon gesehen. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ja, nett von dir. Ich will nicht sterben, aber wenn, dann mit einem Schwert in der Hand. Ja, danke. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern.
Das ist ja schon mal ganz interessant, dann, weil ich wusste gar nichts über Flusswald. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, dass dir die Mühle gehört und der Typ da oben nur arbeitet bei dir. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen vielleicht? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen, er ist unser Schmied. Den habe ich schon kennengelernt, ja, das ist gut, okay, dann weiß ich schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Wie komme ich denn von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Okay, okay, da ist eine Gans hier links. Lustig, guck mal, wie die watschelt. Habt ihr denn vielleicht Vorräte, die, ich weiß nicht, die ich nehmen könnte? Hier ist der Schlüssel zum Haus. Oh. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Nicht wirklich eigentlich, ne? Wir haben auch alles verkauft. Die können wir mal kaufen, ne? 17. Achso, wir können alles nehmen. Ohne zu bezahlen. Ha! Huh. Wollen wir jetzt so unverschämt sein? Oder ja, ne? Was heißt ja, ne? Also, sollen wir mal... Wie ist mir dabei nicht so wohl? Aber gut. Also, wir haben jetzt... Ey, boah, nicht, dass ich die heiraten muss gleich oder so. Okay. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Ach, für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ey, Gerdur, auf jeden Fall. Tu ich auf jeden Fall, Gerdur. Auf jeden Fall. Und danke für die ganzen Sachen und den Schlüssel. Ich muss die nicht heiraten. Also nicht, dass ich die nicht heiraten würde oder so, aber... Guck mal hier, die kleinen Dinger. Guck mal, die kleinen Pieps. Die laufen hier hinterher. Wie cool ist das denn? Und die Gans hier. Hallo. Boah, wie schön das hier aussieht, ne? Okay, wir gehen jetzt mal hier weiter, weil hier war noch eine Frau. Also hier verstehen sich Hühner und Katzen sehr gut in diesem Dorf. Das scheint ein friedliches Dorf zu sein. So, wir sind hier reingekommen. Da oben sind Kinder und so. Ich weiß aber nicht. Doch, ich weiß wohl. Wir kommen da hoch. Warte. Ich würde gerne hier mal fragen, wer sie sind und warum sie sind. Und die können so schön singen. Die haben vorhin gesungen. Hallo. Stump. Reden. Reden. Okay, ich will dem nicht auf den Kopf hüpfen. Okay, kann ich mit dir? Also, du bist Dorte. Hallo, Dorte. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Du kennst mich nicht. Ich sehe ziemlich komisch aus. Und, ne, also, bitte, hallo? Vielleicht sollte... Also, dein Vater hat schon recht. Also, du solltest vielleicht nicht mit Fremden mein reden. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine Hund? Natürlich sein Lehrling. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Nicht alle auf einmal. Und Hund! Okay. Eines Tages werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Das ist cool, Dorte. Hey, Frottner. Vor kurzem habe ich gehört, wie Lukan geschrien hat, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Das war ich nicht. Ganz ehrlich. Das hat die Frau da unten, die ältere Dame, auch schon erzählt. Also, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ihr könnt echt toll singen. Papa also sagt, dass ich und noch du? Nicht bereit bin für Waffen. Also stelle ich eine Menge Hufeisen und Schuhnägel her. Das ist für ein kleines Mädchen auch echt in Ordnung. Entschuldigung, ich will dir nicht zu nahe treten. Du sollst machen, was du möchtest, aber... Nein, finde ich, macht dein Vater schon ganz ihr gut. Und der Typ hier ist disappeared. Also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Ich habe doch gar nichts gemacht, Mann. Nee, wirklich. Ich geh mal. Na, tschüssi. Winke, winke. Alter. Verscherzt es euch nicht mit mir. Was will denn der machen? Da ist sie wieder. Okay. Die haben wir schon. Was wollt ihr? Oh, hier können wir nicht aufschließen, weil das gehört nicht uns. Wir sollten mal... Oh, guck mal.
Sollen wir mal irgendwie ins nächste Haus? Oder sollen wir erst da hinten? Komm, wir sind hier auf der Brücke schon entlang gelaufen. Dann gehen wir erstmal hier gucken, was hier ist. Also. Fendals Haus. Wieso darf ich da einfach rein in Fendals Haus? Das ist dieser Typ mit dem Bogen, ne? Fendal. Lauch. Stroh. Kann ich nicht nehmen. Also gehen wir jetzt in Fendals Haus rein? Nee, ne? Also würde ich jetzt nicht machen. Das finde ich ein bisschen unhöflich, wenn man irgendwie in so ein Haus reingeht ohne... Nee, also wir haben ja jetzt nichts dazu tun. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier ins nächste Haus, oder? Was haben wir denn hier? Flusswald Handelskontor, wo eingebrochen wurde, haben zwei Leute, der kleine Bursche hat das schon gesagt und die Tante da drüben hat dann mehr gesagt. Die Katze, die hat aber auch ein gechilltes Life hier, ne? Hey, Katze. Ja, beeil dich ruhig mal ein bisschen. Wie süß. Katze. Okay, sie läuft den ganzen Tag ums Dorf, durchs Dorf. Sagt aber, das gehört ihr nicht. Okay, wir gehen mal gucken. Wir gucken mal, was uns erwartet. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Alles gut. Alles easy. Camilla Valerius. Das ist alles stehlen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Okay, Lucan Valerius. Du bist Bruder, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oder Frau, oder Mann. Man weiß es nicht. Okay. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Das sieht hier auch verdammt gut aus. Tränke und alles. Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Schwester, okay. Ich habe das jetzt gerade zufällig mitgekriegt. Ist denn was passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Okay. Ich kann... Das ist die erste Quest, ne? Wahrscheinlich. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Oder wollen wir noch keine... Ja, ich könnte euch helfen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordwestlich der Stadt gehen. Das also ist euer Plan, Lucan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Ich glaube nicht, dass ich eine Begleitung brauche, weil ich will auch erstmal einkaufen bei deinem Bruder. Ich komme gleich hinterher. Ich muss noch mal eben ein bisschen mit dir. Zeig diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Ja, okay. Was habt ihr denn für zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Okay, ich muss ein bisschen später erst da drauf drücken, merke ich gerade, weil die labern sofort, sobald ich da drauf klicke, labern die los. Also, das wollen wir natürlich nicht haben. So, blaue Jungentunika. Okay, braucht kein Mensch. Robe. 50%. So was hatten wir auch, ne? Dietrich, kaufen wir. Angelkarte, die haben wir denn doch schon mitgenommen, ne? So, und irgendwie, wenn der einen Laden hat, Eisenpfeile, wie viel haben wir denn selber? Warte mal eben gucken. Was haben wir denn für Pfeile? 90. 90 Eisenpfeile, so. Wir nehmen natürlich, die nehmen wir noch.
Handschuhe, 13. Ja, okay, ich kaufe keine Klamotten beim Händler. Dann macht echt keinen Sinn. Und ich kaufe auch hier diese ganzen anderen Sachen. Glas? Weiß ich nicht, was soll. Blitzresistenz. Taschendiebstahl. Blocken. Wir blocken nicht. Ich weiß nicht mal, welcher Knopf zum Blocken ist. Kartoffel, Kohl, Krug, Lantern Oil. Die Laterne. Lantern Care. 15. Brauchen wir? Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das funktioniert, das ganze Ding. Stärkert die Magika. Wo ist denn die Lantern? Travel Lantern. Da ist er. Oder? Die ist er doch, ne? Oh, Zauberbücher. Guck mal. Frostbiss. Hat der denn einen Heiltrank gegen hier dieses Vampirzeugs? Das wäre mal eine Sache. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Boah, 240. Das ist das erste Dorf, ne? Ich kaufe jetzt erstmal die Travel Lantern. Und jetzt gucke ich nochmal eben, ob wir nicht ihm noch was verkaufen können. Weil wir haben ja gerade wieder Zeug gekriegt. Steigert die Magika um 30%, 50%. Also kann das... Nein. 30? 75. Novizenrobe. Die kann weg. 75% schneller. Und der hat 30%. 30 Punkte. Silberhalskette können wir verkaufen. Der hat keinen Stat. Der macht nichts. Zweimal Silberring. Und die nicht. Die verkaufen wir natürlich nicht. Gifte. Ja, tun wir irgendwie. Okay, das haben wir alles schon geguckt. Ich will hier nichts von verkaufen. Okay. Wir verkaufen hier nichts. Habt ihr denn irgendwelche Zauber, die vielleicht außer denen, die ich jetzt gerade schon gesehen habe? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Zauberbücher, warte mal. Angelkarte, Zauberbuch, Eichenhaut. Steigert den Rüstungswert des Zaubern in 60 Sekunden. Ach, das sind so Buffs oder was? Nee, das brauchen wir nicht, oder? 40 Schaden Raserei. 6 Sekunden lang. Ein Zombie erwecken. 60 Sekunden lang kämpft er für uns. Boah, das ist cool. Ein Zauberbuch, Beschwörung. Eine Minute kämpft er für uns. Für 149. Will ich haben. Begib dich zur Akademie von Winterfeste. Okay, Lukan, vielen Dank. Ich gehe jetzt mal zu deiner Sister. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Und ich guck mal, was ich machen kann, wenn ich klaue. Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. So. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Du musst nicht mit... Hier entlang. ...gehen. Ich möchte noch nicht... Diese nein. Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Ich möchte diese noch nicht... Entschuldigung. ...stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe noch anderes zu tun. Tut mir leid. Ich bin hier noch nicht durch. Manual Care... Manual of Lantern Care and Maintenance by Dingsda Schnick Schnaggy. Can be easily essential good travel lantern is equipped with a handle. Ich glaube, das hat aber ein Menü, hat er geschrieben. Und das haben wir auch schon gesehen, glaube ich, ne? Genau. Totennachricht und Zauberbuch. Zauberbuch. So, und wo ist das jetzt hin? Das geht hier hin, ne? In Magie. Boah, wir müssen erst irgendwie eine Heilung finden hier. Boah, da muss ich erstmal lesen, wie man sich heilt. Ob ich das jetzt... Ich muss mich ja irgendwie heilen können. Hier steht aber auch nichts.
Weil 25 weniger Gesundheit finde ich total daneben. Das ist nicht gut. Was wollte ich denn jetzt machen gerade? Ich wollte gucken. Falls wir mal irgendwie zaubern müssen, ne? Wie können wir die denn hier... Warte mal. So, Travel Lantern. Dahin. Und dann würde ich die... erwischen. Warte mal. Moment. Kuh. Laterne. Laterne. Ha! Guck mal, Leute. Wir haben eine Laterne, die alles ein bisschen heller macht, wenn wir im Dunkeln sind. Endlich! Boah, geil! Boah, super! Das ist klasse! Das ist mega. So, Travel Lantern machen wir aus. Perfekt. Und dafür noch einen Shortcut machen. Das ist perfekt, finde ich. Gut. Ich möchte aber jetzt eigentlich nicht mit dir reden. Ich will jetzt erstmal hier in die Schmiede. Die kenne ich schon, die Leute. Ich will jetzt hier erstmal... Hey, du, ich gehe noch hier rein, ja? Also ich gehe noch ein bisschen hier rein, weil ich erstmal gucken will, ob ich eine Heilung finde irgendwo. Kann ich euch helfen? Hallo. Erstmal. Ihr habt das aber nett hier. So. Wer bist du? Sigrid. Hallo Sigrid. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Hey, das war das Erste, was ich gedacht habe. Das war das Erste. Ich dachte, boah, die kannst du jetzt erstmal flachlegen. Und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dorte. Ich weiß das doch schon. Ich weiß, also ich habe mir gedacht, dass hier, entweder bist du eine Magd, bitte? Okay. Entweder bist du eine Magd oder hier ist alles stehlen. Okay, also hier ist alles stehlen, das heißt, ich kann hier auch nichts machen, ne? Also nicht wirklich. Haben wir hier irgendwas Wichtiges, ein Buch oder irgendwas, was wir unbedingt brauchen? Nein, haben wir nicht. Geht die mir hinterher? Nein. Mal eben gucken. Beistelltisch leer. Okay. Ist das eine Heilung? Waffenschmied. Zaubertrank des Waffenschmieds. Oh. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur gerade ein bisschen irgendwie ein Taschentuch gesucht bei mir, um mir die Nase zu putzen, weil ich habe so ein bisschen, ne, und so weiter. Unser Jagdbogen hat 12, also Eisenpfeil dürfte nicht erkannt werden, oder? Nein, wird nicht erkannt. Gut. Hier ist ansonsten nur zu essen. Okay, hör mal, Sigrid, ich bin dann auch wie mal wieder weg. Euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ja, wenn du mir sagst, wie ich das wegkriege, dann bin ich echt dankbar, du. Aber du weißt das wahrscheinlich auch nicht. Ich bin vergeben. Sagst du schon, aber... Und ich, wir haben eine Tochter. Gott. Die kleine Dorte. Sigrid, alles gut. Ich hab's verstanden. Ich will keine Frau und ich suche keine. Also, alles gut. Alles easy. So, da hinten in dem Haus waren wir schon. Was ist das hier für ein Haus? Mit... Rindern und Ziegenbock und allem möglichen. Hot und Gerdos Haus. Wir haben doch einen Schlüssel. Dann gucken wir doch mal hier. Wenn die sowieso durchs Dorf läuft die ganze Zeit, dann gucken wir doch mal hier. Oh, da ist er. Okay. Brot? Brötchen. Käse. Brot. Wein. Und nichts ist stehlen. Ha! Weil die mir den Schlüssel angedreht hat, die Gute. Mega. Können wir das Fell mitnehmen? Nein. Okay. Trollfett. Weiß nicht, was das soll, aber... Salz. Salz haben wir auch noch nicht, glaube ich. Blaue Robe, Holzkohle, Holzkohle.
Hey, Ralof. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja, hast du gesagt. Super, finde ich total gut. Deine Schwester hat mir das zwar schon erklärt, aber war dieser Drache, oder warum sollte er hängen? Ja, jetzt fangen wir unten. Wir fangen unten an. Warum sollte die eigentlich... Ja, haben wir gar nicht drüber geredet, Mann. Das wisst ihr wirklich nicht. Nein. Das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich. Okay. Ulfric, habe ich schon von gehört. Der Anführer unseres Kampfes gegen das Kaiserreich. Stimmt. Ja. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie er aussieht. Sie kennen ihn nur von den Steckbriefen der Kaiserlichen. Ja, der saß ja neben mir in der Kutsche, glaube ich, ne? Der war das auch, ne? Wie seid ihr denn zum kaiserlichen Gefangenen eigentlich geworden? Also, wo haben sie euch geschnappt? Ich war Ulfrichs Leibwache zugeteilt. Wir waren unterwegs nach Dunkelwasserkreuzung, im Süden von Ostmarsch. Die Kaiserlichen haben uns schon erwartet. Ein schön eingefädelter Hinterhalt. Wir waren mindestens 5-1 in der Unterzahl. Ulfric befahl uns, den Kampf einzustellen. Wollte wohl nicht, dass wir alle umsonst sterben. Ich dachte, sie würden uns südwärts bringen, nach Syrodiil. Uns vor dem Kaiser zur Schau stellen. Aber dann haben wir in Helgen Halt gemacht und den Rest kennt ihr ja. Den Rest kenne ich, ja, stimmt. Der Drache war aber nicht auf unserer oder eurer Seite oder so, ne? Der wollte euch auch an die Wäsche, habe ich so, oder? Was? Wohl kaum. Selbst Ulfric könnte sich keinen Drachen aus dem Ärmel zaubern. Hat gerade rechtzeitig angegriffen, was? Ich kann gut darauf verzichten, dass der kaiserliche Henker mir eine Rasur verpasst. Das kann ich nachvollziehen, okay. Deine Schwester hat mir das wie gesagt schon erklärt, aber wie komme ich hier von hier aus nach Weißlauf? Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden, also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Okay, Ralof, hey, vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen, die ich dann auch verkauft habe schon, manche, die deine Schwester mir gegeben hat und so weiter. Vielen Dank und ja, man sieht sich vielleicht nochmal irgendwie zwischendurch und, ne, pass auf dich auf, alter Audi. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Seid vorsichtig. Du auch, alles klar. So. Dann gucken wir mal weiter. Also ich will jetzt hier nicht dieses ganze Wein nehmen mit, ne? Weil wir sind Alkoholiker. Klar, Alto-Wein nehmen wir auch mit. Kiste, können wir auch mal reingucken. Dietriche, Eisenstiefel, Fackel, Gold. Geil. Da ist Olaf und der Drache. Das Buch von Adonato Leotelli. Wer kennt es nicht, ihr Lieben? Da waren nur noch Eisenstiefel, Kommode, Anglerhut, Hut mit Haaren. Ein Hut mit Haaren. Auch geil. Gold, Holzkohle, Messer brauchen wir nicht. So, was haben wir hier noch? Altowein, Wein. Ah, Mann. Eigentlich ist das doof, wenn wir das hier alles abräumen, so, ne? Komm, wir haben schon so viel Zeug. Ich lasse das hier liegen und lass mal... Ah, nee, ich störe jetzt mal die Szene hier nicht. Das sieht so schön aus hier. Guck mal, den nehmen wir mit, den Seelenstein. Das sieht so schön aus. Ich will das jetzt nicht hier durcheinander bringen. Das ist mir zu blöd. Ne, das machen wir nicht. Kleiderschrank durchsuchen. Geldbeutel nehmen wir natürlich mit. Was habe ich gerade genommen? Ich weiß es nicht. Holzkohle. Oh. Fiori und Holgier. Verfasser unbekannt. Okay. Wir haben irgendeinen Schrott eingesteckt gerade. Ich bin mir sicher. Besen. Bärenpelz. Fell. Fell nehmen wir mit. Schwarze Robe. Braucht kein Mensch. Beistelltischchen. Gabel, Messer. Brauchen wir nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, ne? Hier oben. Oh ja, Kräuter. Getrocknetes, noch was, Knoblauch,
Sollen wir hier Fasan und sowas? Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Okay, ja, mal drüber nachdenken. Ich bin gerade erst hier angekommen und weiß noch gar nicht. Haltet die Augen offen. Ja, genau. Dann mache ich auf jeden Fall. Ich halte auf jeden Fall mal die Augen offen und mache mir mal ein paar Gedanken darüber, was ich eigentlich dann irgendwie mal machen möchte später, was ich werden will und so weiter. Habt ihr das gesehen? Wenn die Sonne untergeht, wird es mir schlecht oder irgendwie sowas stand da. Wie spät haben wir denn? 8 Uhr abends. Ja, wir sind ja hier mit dem Dorf noch nicht durch. Lass uns hier mal rausgehen. Wir sind ja noch nicht durch mit dem blöden Dorf, ne? Komm, wir müssen noch mal ein bisschen gucken hier. Da geht's wieder raus. Hier ist auch nur dieses Dings. Achso, das ist so wie auf der anderen Seite so ein... Ja, okay. Boah. Also, ich weiß nicht so ganz und überhaupt. Der schlafende Riese. Okay. Wie süß. Der schlafende Riese. Okay. Wir pflücken erstmal den Schwachsinn. Und dann gehen wir mal da rein in den schlafenden Riesen, würde ich sagen. Oder? Ja, wir müssen eigentlich noch was machen, bevor wir... Die haben bestimmt ein Bett, ne? Also hier, da kann man bestimmt ein Zimmer oder ein Bett... Also ich weiß es schon. Also, hallo? Stump, dich habe ich schon gesehen. Ja, genau. Okay, würde ich sagen, dann machen wir das beim nächsten Mal. Also dann gehen wir hier in diesen schlafenden Riesen hier, ne? Gehen wir rein und gucken mal... Und vorher gucken wir nochmal eben hier, da ist noch ein Haus... Hier hinter ist, glaube ich, da waren wir, glaube ich, schon, ne? Das ist, glaube ich, das Haus von dem Typen, genau. Und dann, genau, gucken wir mal, das war irgendwann um 9 oder 10 Uhr so zu einer normalen Zeit ins Bett kommen und wie auch immer. Genau, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dabei sein und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns definitiv beim nächsten Mal und ja, dann geht's weiter hier in Skyrim. Ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch. Ich könnte stundenlang spielen, einfach durchgehend spielen, weil es macht so einen Spaß. Genau, vielen Dank und passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dahin, tschaußen, euer Smeagol. Ciao, ciao.